Hi zusammen! Ich habe heute wieder ein Video für euch. Und zwar geht es um eine asiatische BB-Cream, die ich jetzt eine Weile getestet habe. Und im Vergleich zu der Miracle Skin Perfector von Garnier teste ich oder habe ich die Tony Moly Dear Me BB-Cream getestet. Und ja, ich würde sagen, ich blende euch erstmal ein. Also die habe ich, die kennen glaube ich so viele. Die habe ich jetzt auch lange nicht benutzt, weil sie mir jetzt auch nicht so, weil sie jetzt nicht ganz meinem Hautton entspricht. Die habe ich aber mal für euch aufgetragen, die Tony Moly. Und ich würde sagen, das zeige ich euch jetzt erstmal, wie die so ist. Und ja. Und dazu habe ich auch noch ein Puder mit aufgetragen gleich. Das ist auch von Tony Moly. Und zwar ein, auch das Dear Me, und zwar in der Farbe 01 Pink Beige. Und das sieht so aus. So, und darunter, finde ich ganz süß, ist noch so ein Schwämmchen, das man so rausnehmen kann. Finde ich sehr, sehr süß. Und ja, ich würde sagen, das zeige ich euch erstmal. Und dann sage ich euch gleich, welche ich besser finde oder ob mir überhaupt eine von beiden gefällt. Und bis gleich. Und zwar ist diese Creme, wie man ja gesehen hat, diese Tony Moly, schon sehr hell. Und ich kann euch das ja sonst nochmal auf meinem Handrücken zeigen. Also die Konsistenz habt ihr ja auch gesehen. So ist die Konsistenz. Und so, verreibe ich das jetzt auch richtig? Und ich finde, die entspricht meinem Hauttypen schon sehr, sehr gut. Also, die ist echt mal hell genug für mich. Die ist wirklich super im Auftrag. Die hat Lichtschutzfaktor 30, was ich echt gut finde. Gerade für den Sommer. Ich meine, okay, im Sommer wird sie mir wohl wieder zu hell sein, aber so die Übergangszeit ist ganz gut. Oder vielleicht auch, wenn man Skifahren geht. Dass die dann, ich gehe ja mal im Dezember Skifahren und ich habe gehört, die Sonne soll ja wohl recht doll sein. Vielleicht, da ich ja kein Make-up erstmal nehme, bringt die ja was. So, und das Puder habt ihr ja auch gesehen, das nehme ich halt auch nur so ein bisschen zum Mattieren. Das ist auch sehr, sehr hell, aber gut, ich bin halt hell und man sieht, es fällt bei mir halt einfach nicht auf, ne? Ich bin halt sehr, sehr hell. Was soll ich machen? Die Garnier, es ist die Miracle Skin Perfector in der Farbe hell. Also die matt. Matt. Da steht auch drauf, fettige und mischhaut. Ich habe trockene Haut. Aber es geht. Es ist kein Problem. Also ich gucke gerade, ob da eigentlich ein Lichtschutzfaktor drin ist. Aber ich sehe nichts, ne? Jedenfalls, naja. Gucken wir mal. Und die war mir in letzter Zeit ein bisschen zu dunkel. Obwohl so auf der Hand geht sie. Und die ist auch sehr, sehr flüssig, was für mich den Auftrag echt so leicht erschwert. So. Ja, und die Creme setzt sich leider sehr,
sehr ab, auch um meine Fältchen. Und sie ist halt auch zu dunkel. Ich weiß nicht, ob man das so erkennen kann. Aber die von Garnier, hier die Hand, die ist auf jeden Fall schon zu dunkel für mich. Man sieht dann, wenn ich die hier nehme, diese Creme, sieht man einen Rand. Also wenn ich den nicht richtig verblenden würde, sieht man halt einen Rand. Und ja, das ist halt der Grund, warum ich sie zurzeit nicht nehme. Ich finde sie nicht schlecht. Aber sie ist auch so, wie gesagt, sie ist auch von der Konsistenz her für mich ein bisschen schwierig. Wenn ich dann hier so drücke, ja, dann spritzt mir das immer sonst wen. Ich muss immer irgendwie meinen Finger oder sonst was davor halten, weil mir das sonst überall hinspringt. Und hier, die ist ja so dickflüssig und man sieht es auch. Es ist halt anders. Also die, gucken wir mal, wie viel drin ist. In der Garnier sind 40 ml drin und in der Tony Moly 12 ml. Gut, Garnier kostet, ich glaube, 8, um die 8, 9 Euro. Und die hier habe ich bei eBay, die kriegt man nur bei eBay, die kommt nämlich aus Südkorea, habe ich die gekauft für 4 Euro. Also gut, okay, zwei Stück davon sind immer noch 24. Stopp, jetzt bin ich durcheinander. 30 Gramm sind hier, das waren 12 Monate. Da sieht man mal, wie doof ich manchmal bin. Nee, 30 Gramm sind hier drin, also 30 ml. Gut, wie gesagt, eine kostet um die 4, 5 Euro. Der Versand ist frei. Also ich habe mir jetzt auch nochmal zwei nachbestellt, weil die hier bald alle ist. Der Versand ging beim ersten Mal, hat schon so 5, 6 Wochen gedauert. Und die anderen beiden habe ich, wann habe ich die bestellt? Ich glaube, vor 2 Wochen habe ich die bestellt. Und die waren auch nicht mal eine Woche später schon da. Also das ging sehr, sehr schnell diesmal. Und da habe ich halt auch das Puder mitbestellt. Und ich habe auch noch ein paar Pröbchen mitbekommen von welcher asiatischen Pflege oder Kosmetik, was ich mir aber noch nicht angeguckt habe. Ja, wie gesagt, vom Auftrag her finde ich die definitiv besser. Vom Hautton her finde ich die besser. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt definitiv. Sind 4, 5 Euro, Versand ist frei. Und ja, das ist auch die Farbe 01 Cotton Beige. Es gibt sie, glaube ich, auch noch in 02 und 03. Aber ich bin ja halt ja recht hell. Ich würde, glaube ich, wenn ich braun bin oder brauner, ich werde ja nie so braun, würde ich auch mal einen Ton dunkler versuchen. Ob die, also ich denke mal, so dunkel wird es ja nicht sein, weil die asiatischen BB-Creams haben ja eh diesen Whitening-Effekt. Und daher sind die meistens nicht so dunkel. Anders als diese westlichen BB-Creams, die ja hier in Deutschland vertrieben werden. Die gibt es halt in hell, was jetzt aber nicht so hell, zumindest habe ich noch keine gesehen, bis dunkel. Also die westlichen, gerade auch die deutschen, wollen ja halt braun sein und ja, demnach orientieren sie sich mehr an dunklere Hauttypen und ja, demnach kommt für mich Deutsche halt nicht in Frage. So, also wie gesagt, ich kann euch den Link gerne mal reinsetzen. Wie gesagt, ihr bekommt ihn nur bei eBay und da steht auch ein, steht erstmal Dollar, nee, steht sogar ein Euro da, ihr müsst gar nicht umrechnen in Dollar. Und wie gesagt, Versand ist frei. Also ich schwärme von dieser BB-Cream für mich. Erstmal bitte nichts anderes. Die ist so toll. Und ja, ich nehme sie zurzeit auch nur noch. Ich nehme kein Make-up. Ich nehme halt nur die BB-Cream, ein bisschen Puder und Concealer. Obwohl man die auch gut als Concealer nehmen könnte, schätze ich mal. Weil wenn man dann doch ein bisschen gebräunt ist, die ist ja dann recht hell, könnte man die wahrscheinlich auch gut als Concealer nehmen. Das werde ich, glaube ich, mal ausprobieren. Ich habe jetzt noch zwei Reservepackungen. Also kann ich echt nicht, nichts gegen sagen. Die ist toll. Die asiatische BB-Cream finde ich richtig, richtig, richtig gut. Und ich bin froh, dass ich die entdeckt habe. Also, so viel dazu, mein Fazit. Und ja, jetzt, weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Creme von Garnier dunkelt auch so ein bisschen nah. Ich glaube, das sieht man in der Kamera echt nicht gut, ne? Dass die Seite ja so ein bisschen dunkler ist. Naja,
Jedenfalls glaubt es mir ruhig. Düse ist leider zu dunkel für mich. Und man sieht es ja, ich bin leider recht hell. Aber so geht's erstmal. Meistens schminke ich mich auch gar nicht. Also wenn ich zu Hause bin, dann schminke ich mich natürlich nicht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Gut, das wäre es erstmal dazu. Ich drehe nämlich gleich noch das Aufgebraucht-Video ab für euch. Und ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen, konnte euch ein bisschen weiterhelfen, weiter oder hat euch ein bisschen was gebracht. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.